Ja, Link langweilt sich zu Tode. Da können wir was daran erinnern. Herzlich willkommen, Leute, zurück zur Twilight Princess HD, Folge 3. Wir sind im letzten Part hier durch Ordnung geflitzt und haben alle möglichen neuen Items bekommen. Guckt euch den heißen Scheiß an. Eine Angel. Und eine Schleuder. Wir können uns jetzt eine... angeln, damit wir in die uns einen... Naja. Okay, ich hör auf. Warum komme ich immer auf so einen Scheiß? Ich hab keine Ahnung. So, mit der Schleuder, wie gesagt, können wir jetzt die Kiddies beeindrucken, dass wir die obercoolsten der coolsten Kinder sind. Dabei ist Link eigentlich deutlich älter. Hoffe ich jedenfalls. Oh. Hi, Chippy. Hey. Okay, genau richtig. Ich bin fertig mit der Arbeit und habe es in dein Zimmer gebracht. Ah, und du hast die Angel abgeholt. Da wird sich Colin freuen. Und man kann wirklich erstaunlich gut mit dir angeln. Also, dann bis später. Na, der frische Scheiß. So, mir wurde gesagt, hier gibt's eine Cutscene, in der Link wohl redet. So, what the hell? No, that's not even possible. No, it's not possible. So, Kinder, ich hab ne geile Schleuder. Kai, du hast eine Schleuder. Ah, super, Kai, du hast sie also gekauft. Na klar, Mann, ich bin doch der oberfrische Stinky hier. Ah, erstmal Kopfhörer richtig reinstecken. No, Moment, so. Schön. So ist besser. So, jetzt haben wir erstmal ein paar Ziele. Oh, voll geil. Wer war das jetzt so? Ich glaube, das Baby hat gesprochen. Alles vorbereitet. Also, an den Zielscheiben und der Vogelscheuchen kannst du uns zeigen, wie toll die Schleuder funktioniert. Hm, so ein Kinderkram. Sie sind eh nur Kinder, Kai. Mach ihnen einfach die Freude. Ja, weil als wärst du anders. Na gut, dann komm hier. Wir schotten den. Ey, wir schotten. Boah, geil. Wahnsinn, getroffen. In der Gebrauchsanweisung steht, dass man Ziele mit der Hilfe von ZL anvisieren kann. Also interessiert sie sich auch dafür. Kann man? Boots, 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 Boots. Wow, wie cool. Richtig Copshot machen ist viel geiler. Warum soll ich da anvisieren? Oh. Hi. Ih, eine Spinne. Die sind voll ekelhaft. Boots. Ich treffe solche alles beim ersten Mal. Kein Ding. Aber man sollte immer so zwischen die zwei weißen Teile ziehen, so ungefähr. Oh, jetzt so zwischen die zwei weißen Teile quasi. Boah, super Kai, krasse Scheiße. Was war das für ein halb erotisches Stillen gerade? Würdet ihr euch bitte zurückhalten, Kinder? Das ist ein bisschen kacke und so. Du bist wirklich fantastisch, Kai. Übrigens, Kai, hat Colins Vater nicht eben irgendwas gebracht? Genau, was ist das eigentlich? Los, zeig schon. Ich glaube, das war das Baby. Well, I don't know. So, hier können wir noch ein bisschen üben, aber erstmal. Sind voll ekelhaft, die Spinnen. Irgendeine fiese Gift-Scheißspinne stirbt. Hier, die krebeln auch so eklig am Boden rum. Ey, die Spinnen in Twilight Princess sind die Hölle. Oh, ich habe Angst vor dem Scheiß. Ich mag keine Spinnen. Spinnen sind nicht cool. Aber es wird noch einen halben ganzen Spinnen-Dungeon geben. Ja, voll geil. Da freuen wir uns alle auf. Geiler Scheiß, Leute. Eine fette Kiste. Oh, die sieht voll cool aus. Oh, ja, du hältst das Holzschwert. Es ist sehr gut gepflegt. Splittert gar nicht, wenn du es benutzt. Um es zu verwenden, musst du einfach nur B drücken. Boah, du hast Schwert. Wir können schlitzen. Naja. So ein richtig scharfes Holzschwert stelle ich mir sogar gut genug für, um gewisse Dinge zu zerschneiden. Das ist wirklich so. Was, wenn es aus dem festen Holz ist und die Schneide spitz genug? Also es wird natürlich schnell abstumpfen, es muss wirklich ein Hartholz sein. Sonst wird das nichts. Dann haust du mal Vocation und dann ist das Leuch im Eimer. Oh geil, wir können schlitzen, Freunde. Was macht's gut? So, hey, geil, kann man so schön Gras mähen. Heißer Scheiß. Man kann hier so schön laufen und jetzt mit einem Schwert schwingen. Und ein bisschen rasieren. Nein, keine Leute rasieren. Nee. Den Boden. Ja, wir rasieren mal keine gegnerischen Spieler und werden MVP des Jahrhunderts. Nein. Wir sammeln erstmal Cola ein. So, hier. Kisa. Bin der Coolste. Gab Schwert. Hey, Kai, das ist ein Holzschwert. Oh, tatsächlich, jetzt musst du uns auch ein paar Tricks zeigen. Hey, das sind die Affen hier so frech, aber ich werde sie alle fertig machen. Du musst mir nur zeigen, wie man mit dem Schwert umgeht. Naja, ich weiß das selber nicht so genau. Ja! Yay! Die Stimme. Vorab gekrepelt irgendwie. Super, dann zeig uns zuerst eine Attacke. Muss man da nicht einfach das Drücken von B das Schwert schwingen? Puh. Ja. Hurra!
Mit seinem komischen Sticky auf Truss, Alter. Super, ein horizontaler Hieb. Fantastisch, oder? Boah, du kennst schon so komplizierte Begriffe. Surprise. Wenn du mit Hilfe von ZL den Gegner anwesest, kannst du übrigens mit B einen vertikalen Hieb durchführen. Und als nächstes... das war die alte Schrulle. Steck mal deine... egal. Ich weiß, Kai, zeig uns diesen tollen Trick, wo du mit Dings zielst und dann einen Joystick nach vorne pushst und dann mit B... Mama, das ist eher so... Stichattacke, so heißt das doch. Oh ja, puh. Wow. Jetzt möchte ich auch deinen Spezialtrick sehen, du weißt schon. Die Wirbelattacke, so heißt sie doch, diese starke Attacke, wo du dich im Kreis drehst. Wie gedrückt halten, dann loslassen, mehr ist doch nicht dabei. Das komische Baby. Wieso eigentlich Spezialtrick? Hat den Link schon mal irgendwo gemacht? Alter, hör doch damit. Voll ekelhaft. Na super, danke Kai, ganz toll. Ich spitze, dass du mit uns spielst, wo du doch sicher auch so viel zu tun hast. Naja, ich habe für meinen Job letztens mit den Ziegen 20 Sekunden gebraucht gefühlt. Zum Schluss musst du noch die Sprungattacke zeigen, wo du durch die Luft fliegst und dann... Ist doch die, wo meine Gegner anvisiert, ZAL anvisiert und dann gleichzeitig A drückt. Putz! Oh, geil! Wie ausrasten. Ja, das ist immer so cool. Echt super, Kai. Herzlichen Dank. Ich denke mal, ich weiß jetzt, wie ich es macht, aber selbst kriege ich es nie so hin. So einen einfachen Gegner könnte ich schon besiegen. Ein Affen oder so. Kinnlade erstmal bis zum Boden geklappt. Ein Äffchen mit Blue. Oh, wow. Hübscher Arsch. Warte! Erstmal voll Link beiseite geschoben. Disrespect ever. Ja, ich werde mich mal auch noch um Kürbisse kümmern. Die Effekte beim Kämpfen sehen hier so geil aus im Twilight Princess. Wie kann ich nochmal abvisieren? Wie ging das nochmal? Wie konnte man... Okay. Ich glaube, es war der Button hier. Oh, geil, Money, Mann. Egal, komm. Ist egal, ich habe genug Kohle, komm, scheiß der Hund drauf. So, was... Oh, Colin, was ist los? Die anderen sind alle im Wald. Hoffentlich passiert ihnen nichts. Ach komm, Epona, wir helfen den Kiddies. Bevor die wieder Scheiße bauen, die Drecks gehören. Ist das... irgendwann check ich's auch nur. In 20 Parts, gefühlt. Bestimmt. Boah, Kai, du bist so behindert. Was böse ich? Ich hab grad nicht gecheckt. Ich hab grad die Nintendo Direct gesehen. Frisch angekündigt, super geiler Scheiß dabei. Ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Ein neues Paper Mario für die Wii U. Ich find's geil. Das neue Star Fox Bonus Game sieht auch ganz interessant aus. Sieht so ein bisschen nach Strategie-Action-Aufbau-mäßig aus. Oder? Kommt geiler Scheiß, Fire Emblem Fates hat endlich ein Release-Datum. Jede Menge interessanter Scheiß dabei. Natürlich völlig irrelevant für die, die das Let's Play später gucken. Weil die denken sich so, boah, das weiß ich alles schon. Deswegen halte ich nicht ab. Taro und Mario sind weg. Sie wollten diesen Affen jagen. Unglaublich, diese beiden. Kommst du da eigentlich noch mit? Ja, ich frag mich, wie du da mitkommst, als Scheißgöre. Egal. Wir retten Kinder. Hat da sonst nichts Besseres zu tun. Wo ist eigentlich die Prinzessin, die wir retten sollten? Jo, stehen geblieben. Hier sitzt fettes Baby Nummer 1. Taro ist ganz tief in den Wald gegangen. Bitte such ihn, Kai. Jo, und du such mal deine kindliche Stimme wieder. Geht nicht, hab ich verloren. Du bist so ein bisschen wie... Ja, das sag ich jetzt nicht. Das wäre über eine Serie, die ich nicht leiden kann. Also denke ich mir, warum sollte ich sowas erzählen? Well, I guess. Einfach nur, weil ich es weiß. Ich finde schade, dass man die Kamera nur nicht so schön hoch positioniert. Also man kann leider rauszoomen, ja? Naja, ist ja gut, Epona. Oh, da war ein Seil. Jetzt muss ich mal einkacken. Ist ja gut, Pferdchen. Chill deine Base. Ja, man kann nicht so schön von oben reinzoomen. Finde ich schade. Aber auch schon mal schön mal rauszoomen. Das finde ich schon mal gut. Ich finde eine Ansicht von oben immer ein bisschen besser. Wald von Firon. Firone. Oh, Epona trapped. Einfach mal so ein bisschen so wie ein... Ach, nicht so schnell, Jacqueline, sonst kotzt du wieder. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich bringe sowas bei Gelegenheit ab und zu. So, hier hatten wir Epona rufen können, da war gerade unser geiles Gras, ihr wisst schon. Oh, noch eine Quelle. Ah, cool, die sieht voll geil aus. Die Grafik, ne? Ach ja, wir können unser Schwert ziehen. Während wir auf Epona reiten und können auch so den Schwertkampf
pflegen. Das finde ich mega geil. Nein, stopp. Ich will absteigen, danke. Und hier mal ein bisschen gucken, was hier so geiles gibt. Wenn ich ein Schwert mal endlich kann, man muss duden. Oh, geil, erstmal so schwimmen. Hier gibt es einen geilen Fisch. Ist hier neue Fische gibt. Egal, wir haben Besseres zu tun. Ich darf mich damit nicht aufhalten. Ist doch egal, da scheiß Fische drin sind, Mann. Let's go! Ach, schön. Ein bisschen wackelig alles. Oh. Halt, stopp. Kampfmusik? Wo? Erste Gegner? Wie? Nö. Okay, ich stelle mich einfach dumm an. Dauert ein bisschen, bis ich mich daran gewöhne. Wo geht's denn hier hinten noch so hin? War hier schon mal? Ach, hier ist der komische, der Hippie-Typ. Hi, Typ. Ist? Ach, aus Ordnung, ja, typisch. Weißt du denn nicht, dass es selbst am Tag gefährlich ist, ohne Licht in den Wald zu gehen? Ja, hier gibt's auch jede Menge Höhlen, so wo es auch tagsüber dunkel ist. Ja, nimm das. Geil, du erhältst die Esslampe. Lege sie in den, lege sie im Inventarbildschirm auf, Blubla oder Keks, um die Dunkelheit zu erleuchten. Und drücke den Knopf nochmals, um Dinge zu entzünden. Stehst du, kannst du die Lampe mit A löschen. Hast du kein Öl mehr, kannst du sie nicht verwenden. Vergiss also nie, für genügend Nachschub an Öl zu sorgen. Ich verkaufe hier Öl. Oh mein, um Umsatz zu steigern, verteile ich Lampen zurzeit gratis. Haha, du cleverer. Wieso zum Verfick nochmal hast du ein Vogelnest in deinem Kopf? In deinen Haaren? Das ist creepy und gruselig und ziemlich unhygienisch bestimmt. Denn die scheißen viel und deine Haare sind bestimmt nicht mehr. Egal. Geh zum Friseur und entferne die Vögel. Wenn du Öl hast, spendet dir die Lampe Licht aus und kannst du auch Feuer mit ihm anziehen. Wirklich ein tolles Item. Versuchst du mal unter den Töpfen Feuer zu machen. Ja, du willst mir doch bloß mein Öl klauen, du Pissnack. Ja, für so blöd hältst du mich also. Ich mach's trotzdem. Ich glaube, ich krieg immer so viel. Anzünden. Ey, cool, die Ölanzeige ist jetzt irgendwie ein bisschen besser ersichtlich da oben. Ich so, Feuer ist an. Du kennst es, mein Hobby. Du kannst die Lampe jederzeit verwenden, wenn dein Öl ausgeht, kannst du jetzt Happy Memories kaufen. Das ist eigentlich ziemlich intelligent. Traue ich dem gar nicht zu, dem komischen Hippie-Guy, weil, ganz ehrlich, je nachdem, wie teuer die Lampe ist, rentiert sich das. Versteht man, wenn man das so lange genug macht im Verkauf. Denn, wer keine Lampen hat, kann auch keine Nachfrage generieren, quasi. Was ist das hier? Irgendwelche komischen Package-Packages, die hier irgendwie am Baum kleben? Hier ist noch, soll ich hier was machen? Nee, ausmachen bitte. Danke. Öl sparen. Gibt's hier irgendwo einen hotten Shit? Ach, hier ist ein Stein, der sieht irgendwie verdächtig aus. Ist bestimmt, roter Sandstein aus Minecraft. Ja, natürlich. Ist of course. Ist klar, Murat. Hier ist noch so eine lustige Puppe. Da kann man mal den Schnitzer machen. Einfach mal ein bisschen Kürbis spalten. Ist doch geil. Okay, reicht. Gibt's hier noch mehr so eine lustige Fackel? Bringt das was, wenn man die anmacht? Das ist gar nicht mehr. Wisst ihr, wie lange ich kein Twilight Princess gespielt habe? Da ist noch eine! Eckblendfisch. Oh, hier, was muss man denn? Ach, nochmal den Knopf drücken, okay. Gut. Bringt das jetzt was? Bist du jetzt zufrieden? Bist du jetzt happy? Überall Feuer an? Ich glaube, man kann sogar seine komische Suppe hier fischen. Ja, füllen in Flaschen. Das geht, glaube ich, erst, wenn die Milch alle ist. Aber die werde ich mir aufheben. Ich stehe jetzt mit Öl für die Lampe. 20 Rubine bekommst du Nachschub. Deine Mutter kriegt Nachschub, Alter. Ja, meine Höhle ist, meine Höhle, ja. Genau, meine Höhle ist noch voll genug. Nee, meine Lampe ist noch voll genug. Das ist gar nicht nötig. Brauchst du mir gar nicht erzählen. So, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie lange der Part ist. Ich schlauer Keks, weil jetzt Skype vor meinem rechten Bildschirm. Oh, was habe ich da gerade gemacht? Hey, das kenne ich noch gar nicht. Schnitz! Das ist voll so die Minish-Cap-Technik, ne? Schnitz! Einfach noch eine Rolle, einfach mal einen Schwert-Button drücken. Fetter Scheiß, wusste ich noch nicht. Cool, man lernt nie aus. Alt wie eine Kuh und man lernt immer noch dazu, hat meine Oma gesagt. Und sie hatte völlig recht. Natürlich geht's jetzt nach links in die Höhle und nicht, wie ich gleich eben schon, wie ihr bestimmt wieder bemerkt habt, ihr cleveren Schlingel, nach rechts zu gehen. Ja. Oh, eine Route aus Holz. Damit hat Taro immer gespielt.
Nee, ich spare mir jetzt einfach jedes Kommentar dazu. Wäre jetzt einfach mal unangebracht. Wir müssen Kinder retten und haben keine Zeit für sonstige Perversitäten. So, was ist das hier? Wow, Hilfe! Da ist ein Zubat. Keiner mag Zubat in Höhlen. Geh weg damit. So, Zündi. Ich finde ganz cool, dass Linky das so an der Leiste trägt. Als passives, aber trotzdem leuchtendes. Alter. So, wenn die übrigens gecrackert sind, die Köpfe, kann man die aufschlagen für ein paar Nüsse. Für ein paar geile Nüsse in der Hose. So, wir machen mal hier noch ein bisschen auf. Man sieht auch eigentlich im Dunkeln ganz gut was. Aber ich finde, so sieht's wie... Haben sie das etwa entfernt? Aua, fuck you. Bastard. Haben sie das etwa aus dem Spiel entfernt? Das fände ich mega aggro. Da wäre ich ziemlich salty. Und zwar geht es um Folgendes. In dem Originalspiel knabbert diese Ratte an einem Totenschädel. Das wurde hier ganz offensichtlich entfernt, was ich gerade ziemlich scheiße finde. Weil das war nämlich, ich sag mal, so ein bisschen das, was Twilight Princess so ausmacht. Diese düstere, creepy Atmosphäre. Das, was ich auch an Majora's Mask sehr zu schätzen weiß. Und ja, das ist das auch, was mich an Twilight Princess glauben lässt. Das ist, oh, Hilfe, da sind aber wieder und wieder Tonnen Zubats. Lass mich in Ruhe. Ich sollte auch wieder lernen. Lange nicht gespielt. So, hier gibt es ein bisschen Knete und da ist eine Kiste. Aber ich mache erstmal Licht an. Sieht voll gut aus mit den Lichteffekten, muss man wirklich mal sagen. Sehr schönes Lighting, also sehr schönes Shadowplay. Also nicht das Programm. Oh, ein Zehner. Oh, geil. Und ich finde das Shadowing, also das Lichtverhältnis im Spiel, ist unheimlich schön geworden. Grafisch halt, wie gesagt, sehr ausgereift, wie es halt schon damals auf dem Gamecube auch war. Gut, wir sind tatsächlich durch. Man mag es nicht unmöglich halten. Und das Klimpern der Lampe hört man auch. Also das Spiel ist sehr atmosphärisch. Wie gesagt, da hat es Twilight Princess definitiv was weg. Aber ich möchte halt trotzdem sagen, es ist definitiv, also viele sagen, oh, ist mein Lieblings-Zelda. Und ich kann die Aspekte nachvollziehen, aber mich stört halt die leicht leere Overworld, was wir später nochmal bestimmt irgendwo mal ansprechen werden, wenn ich mal ein konkretes Beispiel habe und wenn dann diese gewissen Szenen auftauchen, die mich ein bisschen aufregen in den gewissen Aspekten. Finde ich denn immer nicht so geil. Ja. Kommen wir später noch dazu. Und halt, dass Link eben so apathisch ist und dass das Spiel halt in sich halt im Prinzip viel zu einfach ist. Deswegen, Hero Mode, sehr gutes Improvement. Vielleicht wird mein Twilight Princess Rating deutlich steigen. Könnte ich mir gut vorstellen. Macht auf jeden Fall gerade richtig Bock. Ich nehme nicht umsonst schon die dritte Folge auf, obwohl ich den ersten Mal noch nicht mal hochgeladen habe. Das tue ich sonst relativ selten. Ne? Respekt dafür. Und da ist irgendein Viehmann. So, anvisieren jetzt mal endlich mal. Nein! Oh, eine Wirbelschlitzattacke einfach mal. Und ich kacke mich erstmal richtig aus hier. Wo kommst du denn her, Junge? Nein! Mann, ich drück den falschen Knopf immer, weil ich andere Steuerung gewohnt bin. Ja, geil. Erstmal Instant Game Over gehen. That's the best choice I've ever made. How could this happen? Du, mir egal. So, was ist hier noch? Ja, Herzen brauche ich ja gar nicht erst versuchen. Irgendwie vergeblich zu suchen oder zu finden. Whatever. Weil, because of Baum. Es klappt sowieso nicht. Es gibt hier keine Herzen. Ich kann mich hier höchstens auf der Karte ein bisschen umgucken und noticen, dass hier irgendwo einer ziemlich viel beschissene Gegnermusik ablässt, was ich gerade nicht so geil finde. Irgendwie eine kaputte Holzbrücke und... Mann. Der Wald ist schon cool. Ich finde allgemein die Gebiete auch in Twilight Princess echt cool. Hier kann man irgendwo hochklettern offensichtlich. Duden wir mal das mal. Und. So, wo bringt mich das hin? I guess nowhere. Toll. Okay. Hat sich fast gelohnt. Worth it. 10 von 10 will do again. Was ist das hier? Hier geht's auch irgendwo hoch. Bringt mir das was? Ne. Hör mal so gar nicht, ne? Schade. Will. Aber hier eine Fledermaus sehen. Fledermäuse sind immer scheiße. Okay. Ich sollte anvisieren, damit treffe ich eindeutig besser. Das war gerade mir jetzt offensichtlich. Ich schwinge nämlich rum wie so ein... Oh, hi. Boots. Bam. Boots. Down. Ja, Link, hör auf zu blinken. Hier. Boom. Boots. Bam.
Rotz. Einfach mal so eine Wirbelattacke aus dem Stand. Kann man machen, indem man den Joystick dreht und... Ich verkack's gerade. Den Joystick dreht und... Ist der gerade durch? Well, don't question game logic again. Wo geht's hier hin? Noch ein Zuband. Link erhält 3 Erfahrungspunkte. Level up. Jetzt komm ich nicht hier jedes Spiel, Alter. Ah, du Pissnelke? Hm? So, Spock aufs Maul zu kriegen, du Pisser, wa? So, brauche ich Nüsse? Nö. Oh, ich höre lila Guys hier. Die sehen irgendwie aus wie Omis. Geht's nur mir so? Alter, aus dem Standoff so ein Schlitzer ist schon. Hier brauche ich Schlüssel. Hab ich aber nicht. Hab keinen Schlüssel, nee. Mann, ich sehe natürlich hier in dem Wald überhaupt nicht durch hier im HD-Modus, weil. Na, ausweichen und. Bam! Ah, okay. Good try, but didn't help anything. Kling! So, toll, ich weiß nicht, wann der Part vorbei ist. So ein Crap-Mist. Ich habe den Part kurz, nachdem ich die letzte Nachricht geschrieben habe. Also, das müsste jetzt so 20 Minuten sein. Das ist wieder so ein Vieh. Ich brauche ja eh keine Nüsse. Ich kann ja eigentlich nur... Ich brauche den Schlüssel. Wo ist der? Schlüsseli, wo bist du? Ich guck mal auf die Karte. Das macht mich schlauer. Da oben ist er. Okay. Einfach auf die Karte gucken. Erspart einem manchmal 1000 Versuche von irgendetwas, was uns sowieso nicht klappt. Hallöchen, Kumpel! Oh, da ist so ein komisches... Komisches Pflanzenvieh. Zubatz? Nö. Sieht nur so aus. Down. Boots, Nüsse. In die Hose direkt, ne? Da hängen ein paar Zubatz, aber ich muss da leider durch. Deswegen muss ich doch mal, den hier machen. Das ist auch cool, wenn Link einen Gegner anvisiert hat, allgemein im Kampf, dann schwingt er sein Schwert so um seine eigenen Handrückenhälfte und das sieht ziemlich cool aus. Allgemein das Posing so rum spielt ziemlich cool. Das seht ihr später noch mehr zu. Na du lila Freako! Und da ist noch gleich noch ein Zubat mitgestorben. Link mustert hier eiskalt einfach mal Massenbegegnungen, in denen sein Duflor Lockduft benutzt hat. Krasser Scheiß. Ein Schlüssel! Cool, ich glaube, damit können wir die Tür öffnen. Und hier gibt es nochmal Fackel. Da fackel ich ja nicht lange. Ist obvious und Sarazan-Niveau. Who cares? So, da werde ich gleich noch was grabbeln. Ich glaube, da sind nur Rubine drin. Komm, wir machen einen Cliffhanger raus. Ich weiß, die Folge müsste jetzt so in etwa 20 Minuten lang sein. Ich will das nicht übertreiben. Deswegen denke ich mir so, Leute, ich danke vielmals fürs Zuschauen. Im nächsten Part werden wir die Kiddies retten. I hope so. Und dann geht's auch, denke ich, langsam into die Richtung of the next dungeon. Den ersten, den wir immer noch nicht gesehen haben. Wir haben noch überhaupt nicht die geringste Spur, wo es irgendwie in irgendeiner Form hingehen soll. Muss man ein bisschen aus dem Tee kommen. Aber gut, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dann wieder unser übliches Motto. Also macht's gut, haut rein, tschüss, ich aufs Gehirn. Ciao! Ist der Tod.